a picture. Ein Bild? What the? Was zur... What the hell is this? Was zur Hölle ist das? This man with a mustache on the right. Der Kerl mit dem Schnurrbart ganz rechts. He's the same guy we found murdered in the captain's quarters. Er ist derselbe Kerl, den wir gefunden haben. Der ermordet wurde im Captain's Quartier. He had the Zero bracelet on his left arm. Und er hatte das Nuller-Armband an seinem linken Arm. And the second man with the glasses and a doctor's coat. Und der zweite Mann, der mit der Brille und dem, ja, Doktor, Kittel. He's the ninth man, the one with bracelet number 9. Er ist der neunte, der mit der Armband Nummer 9. He died after he went into door 5. Er ist gestorben, nachdem er durch Tür Nummer 5 ging. But this guy, the one in the striped suit. Aber der Typ, der mit dem gestreiften Anzug. Oh man, that's Ace. Oh Mann, das ist Ace. Yeah, I guess it is. Oh ja, das scheint er wohl zu sein. No doubt about it. Kein Zweifel. But what does it mean? What is Ace doing in this picture? Aber was bedeutet das? Was macht Ace in diesem Bild? Not only Ace, the ninth man and Cap too. Nicht nur Ace, der neunte und Cap auch. And they look happy, like they knew each other well. Und die scheinen alle glücklich zu sein, als würden sie sich alle gut kennen. Why? How? Warum? Wieso? How in the world are these four men connected? Wie auf Erden sind diese vier miteinander verbunden? You say Ace is in that picture? Du sagst, Ace ist in diesem Bild? Yeah, it doesn't look like it was taken recently though. Ja, aber es scheint so, als wäre das nicht erst kürzlich aufgenommen worden. Ace, the ninth man and Cap all look about 10 years younger. Ace, der neunte und Cap scheinen alle 10 Jahre jünger zu sein. Ah, so the ninth man and the man you found murdered in the captain's quarters are also in the picture? Ah, der neunte und der Mann, den ihr ermordet gefunden habt im Captain's Quartier, sind auch auf diesem Bild? Yeah. Ja. Is there anyone else or are there only 3 people in the picture? I'm afraid I can't see it. Ist da noch jemand? Oder sind es nur 3 Leute auf dem Bild? Ich muss leider sagen, ich kann es ja nicht sehen. No, there's one more guy. Nein, da ist noch einer. He's got kinda long hair. He looks smart, but a little cold. Er hat lange Haare und er scheint schlau zu sein, aber auch etwas kalt. He's the only one I don't recognize. Er ist der Einzige, den ich nicht erkenne. Hmm. What's the date of the photograph? Was ist denn das Datum des Fotos? It doesn't have one. Es hat keines. Did you look on the back? Hast du auf der Hinterseite geschaut? Back. Die Hinterseite? Yes, the reverse. The other side. Ja, also das Umgekehrte, die andere Seite. Huh. Ah. Praying for the success of the Nonary Project. Ja, beten für den Erfolg des Nonary Projects. Nijisaki, Kubota and Musashido. Mit Nijisaki, Kubota und Musashido. Then the 4 men in this picture were the organizers of the Nonary game 9 years ago. Dann sind diese 4 Männer auf dem Bild diejenigen, die das Nonary game vor 9 Jahren organisiert haben. That means Ace, the ninth man, and Cap were all responsible for making it happen. Das bedeutet, Ace, der neunte und Cap waren dafür verantwortlich, dass es passiert ist. I feel like I should be more shocked about this. Mir ist so, als müsste ich eigentlich mehr schockiert darüber sein. Ist es einfach so, als müsste es so sein? Why am I not surprised? Warum? Warum bin ich nicht überrascht? Ace was the one in charge of the Nonary Project, but Ace ist war derjenige, der für das Nonary Project verantwortlich war, aber why am I so calm? Aber warum? Warum bin ich dann so ruhig? It's like I already knew. Es ist so, als wüsste ich es schon. Ah, of course. I understand now. Ah, ich verstehe. Jetzt verstehe ich's. Ace was the CEO of Cradle Pharmaceuticals. Ace war der CEO von Cradle. He was the one who invented the game 9 years ago. He was Gintaro Hongo. Er war derjenige, der das der uns alle, ja. Ja, der das Spiel zum Rollen brachte vor 9 Jahren. Er war Gintaro Hongo. Ace is Hongo? I had my suspicions from the beginning. Ich hatte von Anfang an einen Verdacht. Their voices were similar. Too similar to be a coincidence. Ihre Stimmen waren ähnlich. Zu ähnlich, um es ein Zufall wirken. Dass es ein Zufall sein könnte. I could never forget his voice. It was the voice of the devil. Ich könnte niemals diese Stimme vergessen. Es war die Stimme des Teufels. Couldn't be sure, though. Aber ich konnte nicht sicher sein. After all, I had no way to check. I certainly couldn't ask him.
Nach all dem konnte ich ja nicht mal überprüfen. Ich konnte ja auch nicht fragen. Und selbst wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es ihm jedoch nie gesagt. Zero hat mir klar und deutlich gemacht, was passieren wird, wenn ich es machen würde. Oh mein Gott, ich hatte gar keine Ahnung. Ich wusste ja nicht, dass Ace Hongo ist. Oh ja, ich schätze, das würdest du nicht. Vor 9 Jahren warst du im Q-Gebäude in Nevada. Seven freut sich auch gerade, der versteht nämlich kein Wort wahrscheinlich. Aber Hongo war in der Gigantic mit uns. Ich weiß, deshalb wusste ich ja nicht, wie Hongo aussah. Aber warum? Warum hast du es mir nicht gesagt? Ich meine, ich bin deine Schwester, oder? Also, richtig? Also, hättest du es mir sagen können? Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid, dass ich es vor dir verschwiegen habe. Aber wenn ich es dir gesagt hätte, Clover, hättest du es jedem gesagt. Wenn du das getan hättest, wäre ich gezwungen worden, allen zu erzählen, was vor 9 Jahren geschehen ist. Ich musste das verhindern. Hey, Junpei. You think I could borrow that picture for a sec? Hey, Junpei. Glaubst du, ich könnte das Bild mal für eine Sekunde ausleihen? Sure. Klar. Hongo, Kubota, Nijisaki, Musashiro. 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 Hey, Seven, do you... Hey, Seven, tust du... Shut it, just be quiet. Halt die Klappe, bitte sei ruhig. I'm this close to remembering. Ich bin so nah, mich dran zu erinnern. So nah. Hongo, Kubota, Nijisaki, Musashiro. Hongo, Kubota, Nijisaki, Musashiro. Cradle Pharmaceuticals, Nonary Project. Cradle Pharmaceuticals, Nonary Project. Shit. Scheiße. Was denn? What's wrong? Was ist denn? Holy shit, this is nuts. Heilige Scheiße, das ist ja verrückt. What's nuts? Was ist verrückt? I remember... Ich erinnere mich. Remember what? Woran erinnerst du dich? Everything. Alles. Everything? Alles? Yeah, yeah. Ja, ja. Ich erinnere mich an alles. My memory's back. Meine Erinnerung ist zurück. I remember what happened before I got snatched. Ich erinnere mich, was passiert ist, bevor ich geschnappt worden bin. What? Was? Let me tell you what happened. Lass mich erzählen, was passiert ist. Like Snake said, Ace is Hongo. Wie Snake sagte, Ace ist Hongo. From the right, the other three are Musashiro, Nijisaki und Kubota. Von rechts aus gesehen sind die anderen drei Musashiro, Nijisaki und Kubota. Musashiro, was the man with the cash. Musashiro war der Mann mit dem Geld, das sieht man ihm auch an. Nijisaki war Hongos right-hand man. Und Kubota developed the actual technical details of the experiments. Nijisaki war Hongos rechte Hand und Kubota entwickelte denn das ganze technische Zeug für die Experimente. How do you know all this? Woher weißt du das alles? Come on, man, I told you, I finally got my memory back. Komm schon, Mann, ich hab doch gesagt, ich hab meine Erinnerung zurück. No, that's not what I mean. Nein, das meine ich nicht. I'm trying to ask you why you knew all this stuff in the first place, before you forgot it. Ich probiere zu fragen, warum du all das Zeug weißt, bevor du es vergessen hast. You really want to know? Du willst es wirklich wissen? Of course. Natürlich. Me too. Ich auch. This is gonna take a while. Hell, it'll probably take me a good 3 days to tell you. Ja, genau. Na, das wird eine Weile dauern. Naja, es wird wahrscheinlich sogar ganze 3 Tage dauern, um euch alles zu erzählen. Aber wir haben keine 3 Tage. Gib uns die Kurzversion, okay? Kurzversion, hä? Alright, fine. I'll give it a shot. No promises, though. Ja, okay, ich probier's mal, aber ich kann nichts versprechen. I'm a detective. Ich bin ein Detective. It's a little awkward to say this about myself, but you could probably consider me a lone wolf type. Es ist ein bisschen seltsam, das über sich selbst zu sagen, aber du könntest sagen, dass ich sowas wie ein einzelner Wolf bin oder so. Hold my own code, as I think doing what's right is more important than doing what you're told.
Ich hatte meinen eigenen Kodex, also... Ich habe das getan, was ich für richtig halte. Und es war viel wichtiger als das, was man mir gesagt hat. That's why I followed my gut that night. A slim lead brought me to the wharf. Naja, deswegen habe ich meinem, habe ich meinem Inneren vertraut und gefolgt, diese Nacht. Ja, ein kleiner Hinweis hat mich zu diesem, Werft gebracht. Es war vor 9 Jahren. Diese Werft war total kalt und des Todes und... Und ich konnte kaum was erkennen. I was investigating a mess of kidnappings, all of them children. Ich habe einen Haufen Kidnappings im untersucht. Alle davon Kinder. They all had one thing in common. A history of visits to one particular hospital. Die hatten alle was gemeinsam. Ein kleiner Besuch bei einem bestimmten Krankenhaus. A hospital under the management of Cradle Pharmaceuticals. Ein Krankenhaus unter dem Management von Cradle. Meine Untersuchungen haben ergeben, dass Cradle damit zu tun hat. Nachdem ich ein klein wenig mit jemandem geschwatzt habe, habe ich endlich Informationen bekommen von jemandem, der bei Cradle arbeitet. Meine Quellen sagten mir, heute Nacht wird ein Schiff die Kinder zu einem großen, Kreuzfahrtschiff bringen, welches draußen angedockt ist. Also bin ich zur Werft gegangen. Von den Schatten aus suchte ich nach dem Hafen, bis ich das Schiff gefunden habe, von dem er geredet hat. Da war ein ganzer Haufen von Bewegungen. Männer in schwarzen Anzügen. Und viele von denen haben, Säcke getragen. Diese Säcke. Da war etwas an denen, wie sie sich bewegt haben, als sie getragen haben. Es gab keinen Zweifel. Da waren Menschen drin. Ich habe mich bewegt, bevor ich es realisiert habe. Ich kam raus mit meiner Waffe, die in meiner Hand war. Beweg dich nicht. Ich habe Metall gespürt am Hinterkopf. Lass die Waffe fallen. Ich könnte dich jetzt einfach töten. Es wäre einfach, damit hinwegzukommen. Einfach nur einen Anker an deinen Füßen machen und dich einfach abstoßen und niemand, und man würde dich erst in der Woche finden. Und willst du das? Die Fische würden ein Essen lieben. Er hat das Metallding einfach weiter in meinen Schädel gedrückt. Ich konnte nichts dagegen tun. Ich habe das gemacht, was er gesagt hat, und habe meine Waffe auf den Boden gelegt. Da war ein scharfer Schmerz in meinem Nacken. Eine Nadel. Eine Droge? Das war mein letzter Gedanke. Mein Gesicht, hat den kalten Boden berührt. Und danach ging das Licht aus. Ich bin auf dem harten Boden aufgewacht. Und ich weiß, das hatten wir alle schon beim Submarine-Ende, aber ich werde es einfach nochmal durchgehen müssen, Es bleibt ja keine andere Wahl. Verdammt, mein Kopf schmerzt. Ich habe mich kurz bei dem Raum umgesehen. Wo bin ich? Ein kleines, schäbiges Bett. Ein dreckiges Waschbeckenchen-Dings. Und eine Toilette mit keiner Privatsphäre. Ich habe es aber schon oft gesehen als ein Cop. I'm in a cell, huh? Ich bin in einer Zelle, huh? Facing the toilet was a door set into the wall. Ja, von der Toilette aus gesehen war eine Tür an der Wand. It was still pretty woozy, but I made my way over to it. War immer noch ganz schwummrig, aber ich habe meinen Weg darüber gemacht. I pushed and pulled on it, but ich habe gedrückt und gezogen, aber it won't open. Ach, es lässt sich nicht öffnen. Not like I expected much else.
Who'd be dumb enough to put me in a cell and leave it unlocked? Aber ich habe nicht viel mehr erwartet. Wer wäre denn noch dumm genug, jemanden in eine Zelle zu stecken und es nicht zu schließen? Threw myself against the door a few times, but it wouldn't budge. Habe ich ein paar Mal gegen die Tür geworfen, aber hat sich kein Stück bewegt. I knew it. Ich wusste es. I gave up and made my way back to the bed and sat down. Ich habe aufgegeben und habe meinen Weg zurückgemacht zum Bett und saß einfach dort. I sat there for a very, very long time. Who knows how long? Ich saß da für eine sehr, sehr lange Zeit und wer weiß für wie lang. Then I heard a faint voice. Dann habe ich so eine leise Stimme gehört. Da drüben, es ist 9. The voice was far away. I couldn't understand what it was saying. Die Stimme, die war weit weg. Ich konnte nicht verstehen, was sie gesagt hat. But I could hear one. Aber ich konnte sie hören. It was pretty high. Probably a little kid. Die Stimme war relativ hoch. Es war wahrscheinlich ein Kind. Hey, da drüben. Hier, der. No, it was several. Nein, das waren mehrere. I hear 5 or 6, maybe more. Ich höre 5 oder 6, vielleicht mehr. Where are they coming from? Woher kommen sie? Press my ear to the wall and try to listen through it. Ich habe mein Ohr gegen die Wand gedrückt und habe probiert, irgendwas zu hören. No, that's not it. Nein, da ist es nicht. Was? Nun ja. Left. It's coming from under the bed. Links? Es kommt von unter dem Bett? I hauled on the metal frame, flipped the thing over. Ich hab an den Metallrahmen gegriffen und es rübergeworfen, anstatt Bettflip und so. Und da war's. The bed had hidden an air vent under it. The hole in the wall was covered by a metal grate. Ja, das Bett hat einen Lüftungsschacht versteckt. Und das Loch an der Wand war durch ein Metallgitter versperrt. I dropped flat on the floor and peered through the grate. I couldn't see shit. Ja, ich hab mich auf den Boden gedrückt und Er hat durch das Gitter geschaut. Ich konnte nichts erkennen. Aber ich wusste ganz tief in mir drin, von dort kommen die Stimmen. Warte mal, warum sind da Kinder? Und dann hat mein innerer Mann mir was in meinen Kopf gesetzt. Genau, ein Schiff, bla bla bla. Wo bin ich auf dem Schiff? Es war egal. Das Einzige, was ich wusste, ich muss zu diesen Kindern kommen. Ich habe das Metallgitter ausgecheckt. Könnte ich da durchpassen? Ich habe meine Finger da reingesteckt und es geschnappt. Und dann... Yeah! How do you like that, you son of a bitch? Ja, wie magst du das, Hurensohn? I finally got the damn thing off. Dann habe ich endlich das dumme Ding abbekommen. Sweat was dripping down my face, so I wiped it off and crawled inside. Der Schweiß tropfte mir von der Stirn, also habe ich es weggewischt und bin reingekrault. The first bit or so was tight. I had a wriggle on my belly. Das erste Stückchen war schon ein bisschen eng. Ich musste mich da schon richtig reinriggeln. Wind up eventually and there was space for me to crawl along on my hands and knees. Letzten Endes hat es sich ein bisschen weiter geöffnet und da war etwas Platz krabbeln mit meinen Händen und meinen Knien. I went from crawling like a worm in dirt to skittering like a bug. Couldn't say it was much better, but I'd take what I could get. Okay, ich weiß nicht, was Skittering ist. Ich kann es kurz gucken, was Skittering so ist. Also, ich bin also von Krabbeln wie ein Wurm zu. Oder eher Robben wie ein Wurm und dann Skittering. Skittering. Okay, dahin jagend, okay. Und dann jagend wie ein Käfer. Ich kann nicht sagen, dass es viel besser war, aber ich nehme das, was man kriegt. Und als ich mich darüber gewundert habe, wo mich das am letzten Endes hinbringen wird. Es war, als hätte eine heavy metal door just been slammed shut.
Ja, ein gewaltiges Geräusch. Hat mir einen richtigen Scheiß eingejagt. Es war eine heftige Metalltür, die gerade zugeschlossen, zugeslammt wurde. Then, there was a voice. Und dann war da eine Stimme. Warnung, Warnung. Notfall, Verbrennungskommando, also Befehl wurde angenommen. Automatische Verbrennung wird stattfinden in 18 Minuten. Bitte evakuiere die Verbrennungsanlage sofort. Wiederholung. Ja, kennen wir. Was? I wasn't sure what it meant, but anything with incinerator is bad news. Ich war nicht sicher, was es bedeutet hat, aber alles mit Verbrennungsanlage ist schlecht. Then, almost as if that was a cue. I heard a mess of young sounding voices. Okay, Q. Ich glaube, Q ist sowas wie eine Notfallübung. Würde ich sagen. Q. Zumindest ist mal eine erweiterte Geschichte von dem, was Seven uns damals zitiert hat. Ah, Stichwort geben, okay. Ja, und so als wäre es so, als würde man einen Hinweis geben. Ja, habe ich einen Haufen von jung klingenden Stimmen gehört. Nein, helft mir! Straight up screaming in terror. And all the sounds together made a howl that made the hair on my neck stand straight up. Ja, die meisten von ein Teil von ihnen haben geschrien Terror. Und und all das Geschrei von denen zusammen hat mir die Haare auf meinem Nacken hochstehen lassen. Damn it! What the hell is going on here? Verdammt, was geht denn hier vor sich? Ich bin durch diesen Lüftungsschacht so schnell wie möglich gekrabbelt. Ja, ich habe einen Haufen Lärm gemacht, aber das habe ich nicht interessiert. Ja, und am Ende habe ich eine Metalltür an der linken Seite des Lüftungsschachts entdeckt. Die Kinder haben auf der anderen Seite geschrien. Ich hab's gefunden. Also habe ich die Halterung genommen und habe die Tür aufgeschmissen. Ich habe fast die Metalldinger abgezogen damit. Was zur Hölle ist das für ein Ort? Ich konnte nicht glauben, was ich da gesehen habe. Ich weiß nicht, was jetzt so Dom da so. Das Wort hatten wir auch schon, aber ich weiß nicht, wie man das so. Ich habe es damals mit Dom übersetzt, aber das ergibt da keinen Sinn eigentlich, oder? Kuppel. Kuppel ist schon besser. Ja, der Raum hatte eine Kuppel über den Kopf und. Und da waren so 9 Wände zur gleichen Zeit dort, alle bei derselben Größe. Was ist ein Funnel? Ein umgedrehtes Funnel. Das Wort hatten wir noch nicht. Funnel. Ich sollte auch langsam schlafen gehen, aber. Ein Trichter, okay. Ja, und oben auf der Decke war ein umgedrehter Trichter. So, als wäre das ein Ofen. Und da habe ich runtergeschaut. Und das waren sie, die Kinder, nach denen ich gesucht habe. Die alle haben zu mir nach oben geschaut. Alles still. Für diesen Moment. Wahrscheinlich von der Überraschung und der Angst. Ob sie Angst hatten von dem Raum oder von mir, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich von beidem. Not like I can blame them running into a mug like this when they're already scared shitless. Ja, nicht, dass ich ihnen übel nehme, wenn sie so in einem wie mich reinrennen, während sie schon totale Angst haben. I snorted in my own digging myself and turned to the kids. Okay, ich habe keine Ahnung, was du da laberst, Nevin. Naja, ich habe mich irgendwie selbst angesehen, also auf mich selbst gezeigt und habe ich mich den Kindern zugewidmet. Don't worry, kids, I'm not your enemy. I'm one of the good guys. Ey, keine Sorge, Kinder. Ich gehöre nicht zum Feind. Ich bin einer der Guten.
All of them stood there, frozen. Alle standen dort, zugefroren. Except one. Naja, außer einer. He was a boy, slightly older than the others, in a private school uniform. Es war ein Junge, leicht älter als die anderen, in einer Privatschuluniform. Who the hell are you? Wer zur Hölle bist du? He stepped forward and glared at me suspiciously. Er kam, er ist einen Schritt nach vorne gegangen und hat mich sehr verdächtig angeschaut. I'm a detective. I'm here to rescue you. Ich bin ein Detective. Ich bin hier, um euch zu retten. It looked like they relaxed some the second I got the words out. Es schien so, als hätten sie sich beruhigt, nachdem ich das gesagt habe. How are you gonna help us? Wie willst du uns helfen? Where's the exit? Wo ist der Ausgang? There isn't one. The doors we came in through won't open, and the door over there. Es gibt keinen. Die Türen, durch die wir hindurchgekommen sind, wollen nicht öffnen und die Tür da drüben. He kinda cut himself off. I think he was considering something before he changed his mind. Naja, er hat von selbst sein Gerede abgebrochen. Ich glaube, der wollte irgendwas, ja, considern, also. Weiß nicht, wie kann man considern sagen? Considering. Etwas nachgehen, aber bevor er seine Meinung, ja, änderte. Anyway, there's no point. We can't all get out of here. If we don't get out of here, we're gonna be burned to death. Jedenfalls, es bringt nichts. Wir können hier nicht alle rausbringen. Wenn wir hier aber nicht rauskommen, werden wir alle zu Tode verbrennen. Burned to death. Zu Tode verbrennen? Can't you hear it? That voice said the incinerator's gonna start up soon. Kannst du es nicht hören? Die Stimme sagt, dass dass die Verbrennungsanlage gleich starten wird. Also. The voice spoke again. Die Stimme hat schon wieder gesprochen. Incineration will begin in Verbrennung beginnt in 15 Minuten. They only had 15 minutes. Sie hatten nur noch 15 Minuten. I looked back down at the kids. Ich habe zu den Kindern runtergeschaut. Looks like a good 20 or 30 feet to the floor. Es waren gute 20 oder 30 Fuß nach unten zum Boden. No way I could pull them up. Too big of a distance for any of us to reach. Kein Weg, dass ich sie nach oben ziehen konnte. Viel zu eine große Distanz, für dass ich sie erreichen könnte. What the hell was I gonna do? Was zur Hölle sollte ich tun? Then I got an idea. Und dann hatte ich eine Idee. Wait right there. I'm gonna be right back. Hey, wartet gleich hier. Ich komme gleich zurück. What? Was? Where is he going? Wo geht er hin? Are you just gonna leave us here? Lässt uns hier einfach gerade im Stich? They just got frightened again. Und sie hatten wieder Angst. I'm not the best at that kind of thing, but I try to reassure them with a smile. Ich bin nicht der Beste in solchen Sachen, aber ich habe probiert, sie mit einem Lächeln zu beruhigen. Don't worry, alright, I'll be back, I promise. So just stay calm and wait right there. Got it? Keine Sorge, okay? Ich bin gleich wieder zurück, ich verspreche das. Bleibt einfach ruhig und wartet hier, okay? I didn't wait to hear them respond. It wasn't time. Ich habe nicht darauf gewartet, bis sie geantwortet haben. Da war keine Zeit dafür. I had to hurry. Ich musste mich beeilen. Well, as fast as a guy could on his hands and knees. Ja, so schnell wie möglich, wie jemand mit den Händen und Knien sich bewegen konnte. It didn't take me long to get back to my cell. Hat nicht so lange gebraucht, bis ich wieder in meiner Zelle war. Still no way out of there, but I had a plan. I needed something from the room. Ja, immer noch keinen Weg nach draußen, aber ich hatte einen Plan. Ich brauchte etwas von diesem Raum. Und als ich das hatte, bin ich sofort wieder ins Loch gehüpft und sofort zu der Verbrennungsanlage gekrochen. Und dann... Entschuldigt, dass ich euch warten lassen musste. Ich bin wieder zur Tür gegangen und hab das Seil mitgebracht. Ich bin zur Tür gegangen und habe das Seil runtergelassen, welches ich mit mir mitgenommen habe. Back in the cell, I torn the bed sheets into strips and tied them together to make a rope. It was sloppy, but it got the job done. Ja, zurück in der Zelle habe ich die Bettlaken genommen und zu Knoten geformt und habe sie alle zusammengebunden, um ein Seil zu binden. Es war, naja, sloppy ist halt sowas wie. Es war jetzt nicht das Beste, aber es hat seinen Job getan.